Ja, ich grüße an alle Zuschauer und hier wieder ein neues Video und mit einem Gaskocher. Das habe ich mir beim Netto hier geholt. Ich zeige euch mal den Kaufbeleg und gekostet hat das alles hier 17,99. Diesen Angelkocher oder den, ich sag Angelkocher, Gaskocher habe ich mir extra zum Angeln gekauft, damit es einfach meine Küche ergänzt. Ich habe diverses Equipment, das ich mitnehme. Und je nach Lust und Laune und Situation oder die Tage, die ich verbringe vor Ort, hat sich das als sehr praktisch erwiesen. Mein Alter ist flöten gegangen, unterm Regen, da läuft gar nichts mehr, ist kaputt, ist nicht mehr einsatzfähig. Und so sieht die Umverpackung aus. Ich zeige das mal ein bisschen näher. Nichts Besonderes, hier wird eingegeben, dass die Kartusche für 1,5 Stunden langt, aber das ist natürlich je nachdem, wie der Gaskocher eingestellt ist. Leider bin ich nicht auf technische Eigenschaften eingegangen, aber ihr könnt hier die Pause drücken und das hier ablesen, wie zum Beispiel Leistung, Gewicht etc. pp. In so einem Plastikkoffer wird das geliefert. Eigentlich ziemlich praktisch. Das war auch eigentlich eine Kaufüberzeugung für mich, das entsprechend zu kaufen, weil oft sind die in anderen Verpackungen eine Betriebsanleitung, Englisch und Deutsch und das eigentliche Gerät. Jetzt habe ich eigentlich gedacht, dass hier auch eine Kartusche im Lieferumfang ist. Aber hier ist nichts im Lieferumfang. Safety Plate. Nee, tatsächlich ist hier nichts im Lieferumfang enthalten. Inklusive Piezo-Zündung, Sicherheitsplatte und Stahlgehäuse. Ja, super. Diese Flasche, dachte ich, sei mit im Lieferumfang. Schade, schade Marmelade. Ich wollte mit euch jetzt hier den ersten Start machen, aber anscheinend wird das nur ein Unboxing-Video werden. Dann müsste ich in einem anderen Video die Funktionalität mit euch zusammen machen. Ach, das wird hier eingerastet. Das war bei meinem alten auch so. Die Flasche wird hier reingelegt und dann wird es hier arretiert. Ja, schade, schade, dass die Flasche nicht hier mit im Lieferumfang ist. Aber gut, so ist das nun mal. So schaut das gute Ding aus. Aus jeder Perspektive. Und kann entsprechend auch jetzt zum Einsatz kommen. Kann man das hier auch entfernen? Kann man das hier auch entfernen? Ja, kann man. So. Hier sind so Stifte oder Nasen. Aber ich denke mal, wenn man die oft auf und zu biegt, dass das auch dann irgendwann nicht mehr fest ist und im Karton dann rappelt. So sieht die Brennquelle aus, ist ein Aluminium-Gussteil und das machen wir wieder zurück und schade, Mensch, ich wollte die gerade mal zünden, aber leider wird das nichts. So viel zu diesem Gerät und setzt auf jeden Fall einen Daumen hoch, eure Meinung in die Kommentare. Habt ihr neu eingeschaltet, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren und weitere Videos verfolgen. Der erste Start wird in einem anderen Video gezeigt. So, alles Gute und bis zum nächsten Video. Ihr könnt schon mal ausschalten. Ich mache das Ding noch zu und mache entsprechend auch die Kamera aus. So.